Ja, ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Scheint gutes Wetter in Deutschland zu sein, weil ja, sind weniger Zuschauer als sonst, die warten. Aber ja, ich mache es auch gerne für ein paar Leute weniger. Vielleicht ist auch das Thema nicht ganz so interessant, obwohl mir das sehr wichtig war, weil ich denke, ja, ich komme aus diesem Bereich, ich bin selber Künstler und ja, manchmal redet man ja vielleicht auch mal ganz gerne über die Künstler und über das Metier und ja, der Titel heute, warum Künstler versagen, wenn es ernst wird. Und ich denke, ja, das wird ein spannendes Thema, hoffe ich zumindest, und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ja, und ja, was habe ich noch zu sagen? Also ein paar ganz, ganz wichtige Dinge, denn unser Film, das werde ich nachher noch, natürlich nochmal wiederholen, ist jetzt fast fertig. Er ist heute an die ersten ja, Menschen rausgegangen, um einfach mal Feedback zu bekommen. Und für euch ist er in genau 10 Tagen dann verfügbar. 10 Tage noch und wir müssen noch am Ton rumschrauben. Und ja, die Leute, an die das jetzt rausgegangen ist, die sollen einfach mal gucken, ob sie noch Fehler finden. Und das sind Vertraute und dann geht's los. Am 28. an einem ungewöhnlichen Tag, nämlich an einem Mittwoch, starten wir den Film, aber es wird ja dann doch auch lange, oder der Film wird ja lange auf unserer Plattform verfügbar sein. Er wird erstmal nur auf unserer Plattform verfügbar sein, weil wir natürlich auch erreichen möchten, dass wir ja, Abonnenten dazu bekommen für den Newsletter. Das ist einfach natürlich euer Vorsprung, die Leute, die mich auch unterstützen. Und dann wird er natürlich auch öffentlich gezeigt. Also das kommt, aber die Leute, die den jetzt sofort sehen möchten, möchte ich einfach bitten, sich bei dem Newsletter halt anzumelden. So, und bevor ich, ja doch, ich heute fange ich mal an mit dem Newsletter, denn wir haben diese Woche wirklich extrem viel veröffentlicht und auch extrem wichtige Dinge. Ich komme auch nachher nochmal speziell auf meinen Post zu Dr. Professor Arne Burkhardt, aber vorher vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis, und zwar, ja, ich möchte wieder auf Reisen gehen, das hatte ich ja auch das letzte Mal schon gesagt. Wer Interesse hat, hier mal ein Jahr auszusteigen oder vielleicht auch zwei, der kann mein Haus mieten, also nicht mein Haus, sondern mein gemietetes Haus. Ich gebe das auch 1:1 weiter und ja, wie gesagt, das ist hier natürlich einer der traumhaftesten Plätze und vielleicht, wenn jemand mal wirklich sich ausprobieren will, wie es funktioniert in einem neuen Land, könnte er natürlich gerne sich bei mir melden unter ks@kai-stut.com. Jetzt muss ich auch selber erstmal überlegen. Genau, und ja, wir werden ja diese Weltreise auf jeden Fall machen, um unseren neuen Kanal, den könnt ihr auch jetzt natürlich schon abonnieren, Kai, Starshot bei Kai Stut, guckt einfach mal drauf, ein paar Sachen sind schon drauf, aber sobald dieser Film fertig ist, geht es gleich ins nächste Gefecht, nämlich ja, den zweiten Teil wahrscheinlich schneiden, da sind wir jetzt noch gerade beim Überlegen, wir warten jetzt mal das Feedback ab und auf jeden Fall den zweiten Kanal halt aufbauen, wo es nämlich um positive Dinge geht, wo wir den Leuten einfach Mut machen wollen und wo es darum geht, dass ich einfach Leute besuche, die spannende Dinge tun. Und wenn ihr da Leute kennt, die spannende Dinge tun, könnt ihr euch auch unter derselben E-Mail-Adresse melden. Ja, so, so, was habe ich noch? Genau, ich werde ja dann auch mit dem Wohnmobil unterwegs sein und wir werden dann natürlich das dann auch alles filmen und das wird bestimmt eine sehr, sehr spannende Geschichte. So, mit dem Film können 100 Ärzte lügen. Es ist wirklich, wir sind 2 Monate zu spät dran, wissen wir. Aber das lässt sich nicht machen. Dafür ist der Film wirklich, glaube ich, anständig geworden. Wir brauchten einfach die Zeit noch, um die neuen Interviews einzufügen. Wirklich wichtige Interviews kamen auch erst ganz zum Schluss. Und das ging alles nicht so schnell. Und ich glaube, es ist wichtiger, dass der Film jetzt wirklich gut geworden ist, zumindest aus unserer Einschätzung und wie gesagt, und ihr dann den sehen könnt und ich freue mich da wirklich auf das Feedback. Also wie gesagt, noch 10 Tage, Countdown läuft und dann geht's los. So, anmelden könnt ihr euch unter 100ärzte.com, also 100 und dann AE Ärzte
.com, also nicht mit Ä. Probiert es einfach mal aus, meldet euch an und dann kriegt ihr nämlich auch jede Woche den Newsletter. Und diese Woche haben wir gleich mehrere Newsletter rausgegeben. Und der eine, da werde ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie gesagt, mit Professor Arne Burkhardt. Mittwoch, Raimund Unger. Wir haben Raimund Unger, ist auch ein Künstler und auch ein Buchautor. Und ich finde, ein sehr interessanter Mensch, denn es ist spannend, sich mit Künstlern einfach, die auch noch politisch aktiv sind, das wird heute auch so ein bisschen unser Thema sein, sich unterhalten zu können über verschiedenste Dinge und vielleicht auch ein bisschen unterschiedlicher Ansicht zu sein. Und ich lese mal kurz vor. Corona-Krise, Klimakrise, Energiekrise, Krieg, Krisen, die sich ablösen, überlagern und in Summe die Menschen in Dauermodus in Angst halten. Angst lähmt, macht unfrei und setzt logisches Denken außer Kraft. Die großen Krisen der Neuzeit lösen in Deutschland transgenderational bedingte Urängste aus, sagt der Buchautor und bildende Künstler Raimund Unger. Angesichts immer neuer Bedrohungsszenarien fühlen sich viele Bürger politisch gelähmt. Die Lücke wird von oligarchisch geförderten Experten geführt, die alternativlose Notwendigkeiten propagieren, im Zuge technokratischer Agenden zur Klima- und Pandemiepolitik werden ehemals souveräne Wähler zu unmündigen Kindern erklärt, denen gesagt werden muss, was zu tun ist. Den Wandel vom infantilen Untertan zum mündigen Bürger beschreibt der Mythos der Heldenreise. Das Abenteuer des Helden, der sich trotz seiner Angst zu einer Odyssee aufmacht, in der er schwere Prüfungen bestehen muss, erzählt in Wirklichkeit von inneren psychischen Wandlungs- und Wachstumsprozessen, die zu jedem Menschen gehören. Wer politisch sinnvoll wirken möchte, sollte zunächst mit seinem persönlichen Drachen unter dem eigenen Bett gekämpft und Frieden geschlossen haben. Sorry, dass ich mich da jetzt hier ein paar Mal verlesen habe, aber wie gesagt, ich bin auch nicht der beste Vorleser. So, und dann haben wir am Freitag natürlich wieder unter der Serie Können 100 Ärzte lügen? Ein weiteres Interview zu der Serie Können 100 Ärzte lügen? Veröffentlicht. Die Serie wird auch weitergehen, auch wenn der Film jetzt veröffentlicht wird. Wir haben ja noch was vor, wahrscheinlich noch einen zweiten Teil. Der wird aber ganz anders gelagert sein. Da geht es um, einfach vor allen Dingen auch um die Zukunft. So, am Freitag, wie gesagt, Dr. Klaus Schuster-Eder, in der Corona-Krise wurde das subjektive Erleben des Patienten durch den Arzt außer Kraft gesetzt. Fehlende Kommunikation ist gerade im Kontext von Gesundheit und Krankheit elementar. Man muss sich an dieser Stelle die Frage stellen, wie menschlich die Medizin noch ist, sagt Dr. Klaus Schuster-Eder, Facharzt für allgemeine und innere Medizin. Gesund sein und gesunden heilen und heil werden sind wichtige Aspekte, die in den Fokus gerückt werden müssen. Auch wieder ein spannendes Interview. Wie gesagt, könnt ihr frei auf der Seite Können 100 Ärzte lügen. Also 100 Ärzte, könnt ihr das euch .com, könnt ihr euch das angucken. Wäre wirklich schön, wenn ihr auch dann unseren Newsletter halt veröffentlicht. So, und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die mich diese Woche ziemlich unter Trab gehalten hat. Das muss ich wirklich sagen. Und ich will da vielleicht auch nochmal kurz ein Statement zu abgeben. Denn hier wird wieder verdreht und behauptet und alles Mögliche. Und ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, einfach über die Geschichte von Professor Dr. Arne Burkhardt zu reden. Denn es sind sehr viele Ungereimtheiten. Und ich habe extra gesagt, ich will mich nicht an Spekulationen beteiligen, sondern ich habe tatsächlich mit Leuten gesprochen, die in direkter Verbindung sind. Und zwar einer, und das ist nämlich der nächste Beitrag, der nächste Newsletter, den wir rausgeschickt haben, Dr. Uwe Erfurt. Dr. Uwe Erfurt ist der Mann von Dr. Gudrun Ströhr. Wie ihr alle wisst, ist Frau Dr. Gudrun Ströhr nämlich nicht auf einem sehr normalen, klassischen Tod gestorben, sondern sie ist merkwürdig verstorben. Und darüber rede ich. Und ich rede auch noch darüber, was das zu tun hat mit Professor Arne Burkhardt. Denn es gibt eine Verlinkung zwischen diesen beiden, nämlich Professor Dr. Arne Burkhardt sollte die Obduktionsbefunde bewerten
Und dann, wie soll man sagen, wurde er praktisch über einen Anwalt damit eingebunden. Und ja, seitdem ich das halt gepostet habe, dass ich ja einfach auch mal sage, dass wir genauer hingucken müssen und auch einfordern sollen, dass hier die Todesfälle vernünftig recherchiert und vernünftig kriminologisch ausgearbeitet werden. Seitdem werde ich natürlich angefeindet. Auch natürlich wieder in der eigenen Community, wie das dann ja immer so der Fall ist. Der eine sagt sowas, ich hätte irgendwelche Behauptungen aufgestellt, die anderen behaupten wieder das Gegenteil. Lassen wir es, ich will mich da gar nicht drüber aufregen. Auf jeden Fall zerrt das und nervt und ich glaube, jeder tut hier so sein Bestes, damit wir einfach auch, ja, einfach auch untereinander uns schützen können. Wenn wir natürlich irgendwo wie doof in jede Falle reinrennen und womöglich hier auch tatsächlich Dinge im Gang sind, dann sind wir natürlich auch bedroht und dann sollten wir uns auch dementsprechend verhalten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das einfach macht. Ich denke, wir haben gesehen, dass hier schon Anschläge stattgefunden haben. Ich denke da nur an Kaiwan oder Ken. Auch auf uns wurde schon ein Anschlag gemacht. Und ich denke mal, hier gibt es immer Leute, die natürlich auch sich hinreißen lassen zu irgendwelchen Dingen. Und ja, wer weiß, ich denke mal, es ist unsere Pflicht, einfach genauer hinzugucken. Das sind wir nicht nur Dr. Arne Burkhardt schuldig, sondern auch Dr. Gudrun Ströhr. Denn ja, es gibt, wie gesagt, viele Ungereimtheiten. Und dazu habe ich, wie gesagt, ein Interview geführt mit dem Ehemann von Frau Dr. Gudrun Ströhr. Und ich lese das mal kurz vor. Dr. Uwe Erfurth, Dr. Gudrun Ströhr und Professor Dr. Arne Burkhardt, kein gewöhnlicher Tod. Die krake Korruption hat alles aufgefressen und zunichte gemacht. Unzählige unschuldige Menschen haben den Wahnsinn der vergangenen Jahre mit dem Leben bezahlt. Darunter auch Ärzte und Wissenschaftler, die ihr Leben in den Dienst der Menschheit gestellt haben. Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht, lautet ein berühmtes Zitat von Franz Kafka, das in Zeiten wie dieser zur Realität geworden ist. Vieles erscheint kafkesk. Menschen, die nichts Böses getan haben, sondern wie die verstorbene Ärztin Frau Dr. Gudrun Ströhr es als ihre Aufgabe ansahen, den Menschen, die sie um Hilfe baten, zu helfen, fand sich in Konsequenz vor Gericht wieder. Frau Dr. Gudrun Ströhr ist im April dieses Jahres unter nicht geklärten Umständen verstorben. Einen Monat später, am 30. Mai, verstarb durch einen tragischen Unglücksfall, Fragezeichen, Professor Dr. Arne Burkhardt. Mögen diese beiden mutigen Menschen, die stets für Wahrheit und Wahrhaftigkeit eingestanden sind, in Frieden ruhen. Ich denke, so, jetzt habe ich hier gerade einen kleinen Fehler gemacht. Eine Sekunde. Ich habe hier nämlich mein PDF zugemacht. So, ich denke mal, es ist an der Zeit, einfach zu fragen und einfach Fragen zu stellen. Ihr könnt mir natürlich gerne in den Kommentaren auch mal schreiben, wie ihr das seht. Ich denke, es ist wichtig, gerade in diesem Fall halt tiefer zu bohren. So, und dann noch das, was wir bei YouTube veröffentlicht haben. Und da geht es natürlich auch wieder um Professor Dr. Arne Burkhardt. Wenn die Gesellschaft nicht zu einer wissenschaftlichen und vorurteilsfreien Betrachtung zurückkehren, stehen wir an einer Zeitenwende, ähnlich wie im Jahr 529 nach Christi, als Kaiser Justinian die Athener Philosophieschule schließen ließ. Entweder kriegen wir die Kurve noch irgendwie oder wir kehren von der Wissenschaft, die den Diskurs sucht, ab. Wir werden und wenden uns einer ideologischen Betrachtungsweise der Welt und der Menschen zu. Ich hätte mir diese Mühe nicht gemacht, wenn ich nicht erhebliche Bedenken hätte, dass da etwas auf uns zukommt, was unter Umständen schwerwiegende Folgen für uns alle und unsere Gesellschaft hat, äußerte Professor Dr. Arne Burkhardt vor einiger Zeit. Professor Dr. Arne Burkhardt ist am Dienstag, den 30. Mai, im Alter von 79 Jahren durch einen tragischen Unglücksfall, Fragezeichen, aus dem Leben gerissen worden. Mit ihm verlässt ein ausgesprochener, erfahrener und wissender Pathologe die irdische Welt. Mit Arne haben wir einen so großen, wunderbaren Menschen verloren, der sein Leben in den Dienst der Menschen und der Menschheit stellte und unsere Seelen weinen vor Schmerz, schreiben die MWFGD-Mitglieder der Website des Vereins zum Abschied von Professor Dr. Arne Burkhardt.
So, und dann haben wir noch am Samstag auf YouTube veröffentlicht, Professor Dr. Ulrike Gero. Auch das gab eine Riesendiskussion, wie wir jemanden veröffentlichen können, der ja schon mit Soros zusammengearbeitet hat und ja, die EU und alles Mögliche vertreten hat und doch auch einen großen Draht in die Politik hatte, auch zum World Economic Forum. Ich finde, wir sollten jeden mit offenen Armen empfangen, der einfach ja, uns im Grunde genommen glaubt und der auch selber seine Meinung revidiert. Ich denke mal, das kann jedem im Menschen, jedem passieren. Das ist auch ein Bodo Schiffmann passiert, der, also wie er ja auch immer wieder betont, wach geworden ist. Das ist mir passiert, das ist eigentlich jedem passiert, auch einem Ken Jebsen und vielen anderen, dass man irgendwann immer wieder Bausteine vorgesetzt bekommen hat, wo man natürlich dann auch gemerkt hat, verdammt, wir hier läuft richtig etwas schief. Und das schockt mich schon, dass wir da auch wieder so kritisiert werden und dass die Professor Dr. Ulrike Gero da tatsächlich so zerrissen wird. Ich finde, wir sollten keine Vorurteile haben und wenn jemand irgendwo ja einfach unsere ja unsere Offenheit torpediert, indem er irgendwie Schaden anrichtet, dann werden wir es früh genug merken. Ich glaube, im Moment, in dem Moment, in dem die Leute sich dafür entscheiden, sollten wir nicht so reagieren, nämlich wie der Mainstream, dass man Leute ausgrenzt. Und ich muss wirklich immer wieder sagen, in dieser Szene findet die Ausgrenzung massiv statt. Ich merke das auch immer wieder, dass immer wieder alte Sachen hochploppen, dass man immer wieder versucht, Leute fertig zu machen. Und genau, und vor allen Dingen, wenn man dann natürlich auch so eine Projekte macht wie den kritischen Film, dann wird man in der Öffentlichkeit ordentlich zerrissen. So, Professor Dr. Ulrike Groh, wir denken, dass wir denken und dass das, was wir denken, durch uns kommt. Wir werden uns ungern darüber klar, dass wir subtil gesteuert werden. Die vergangenen 10 Jahre sind die Jahre des Internets und die einer Algorithmendemokratie. Die Jahre einer sich aufbauenden digitalen Überwachung und einer digitalen Steuerung des Diskurses. Steuerung, Atomisierung, Überwachung sind mit einer Demokratie strukturell nicht vereinbar, sagt die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Professor Ulrike Gero. Der Wissenschaftsbetrieb ist abgewirtschaftet und Korruption nicht mehr institutionell begrenzt. Wir brauchen eine aufgeklärte Gesellschaft, die die angerichteten Schäden nicht unter den Teppich kehrt und einen Weg aus der Dystopie finden. Menschen, die das Menschliche bewahren und durchsetzen und mit ihrer Sprache Realität schaffen. Und da haben wir natürlich, da das Interview sehr, sehr lange war, ich glaube fast 3 Stunden, haben wir am Sonntag den zweiten Teil veröffentlicht. Professor Dorek, also nochmal der zweite Teil von Professor Dr. Ulrike Gero. Apokalyptische Erzählungen hat es schon immer gegeben, doch die Welt wird sich weiterdrehen. Wir sind in einer Verengung des Denkens, das notwendigerweise dystopisch ist. Doch die Menschen können die Dinge immer ändern, sagt die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Gero, die das Mysterium des Lebens in den Fokus rückt. Wir müssen raus aus dem Fatalismus, die richtigen Fragen stellen und zurück ins Gefühl kommen. Die Welt wird mit Geist regiert. Der Transhumanismus ist geistlos und funktioniert nicht ohne Steckdose. Indem wir hoffen, glauben, träumen und Sinn und Geist zurück in den gesellschaftlichen Diskurs bringen, haben wir alles gewonnen. So, das war's. Ich würde mich wirklich freuen, wenn er hier auch ein Abo dalasst oder hier die Glocke anmacht. Ich bemühe mich halt immer, dass wir euch mit tollen Filmen oder mit tollen Interviews halt beglücken. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Und denen, denen es gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr uns hier abonnieren würdet. Auch bei YouTube, auch das ist wichtig. Und bitte nicht vergessen, den Newsletter zu abonnieren auf der Seite 100 Ärzte. So, falls ihr da auch irgendwie für Verwandte oder für irgendwen einfach noch ja, das Archiv besuchen wollt, auch das findet ihr, wie gesagt, auf der 100-Ärzte-Seite. Da stehen fast jetzt 100 Ärzte-Interviews drauf. Guckt einfach mal drauf. Da findet ihr auch den Doku über Professor Bhakti und vieles mehr. So, kommen wir
zum Versagen der Künstler. Warum Künstler versagen, wenn es ernst wird. So, und das ist ja das Thema, was mich eigentlich auch angeht. Und ich habe jahrelang in diesem Business gearbeitet. Ich habe erst in der Sportindustrie gearbeitet, auch damals mit meiner Agentur. Wir haben große Marken betreut. Ich habe dadurch natürlich unheimlich viel Kontakte zu bekannten Sportlern gehabt, habe wirklich hinter die Kulissen gucken können im Fußball, aber auch im Radsport natürlich auch sehr, sehr stark durch Jan Ullrich, den ich halt auf der Tour de France begleitet habe und eigentlich dann auch mehr oder weniger immer das gesamte Jahr. Und der Mainstream, der alles schön verkauft in schönen Verpackungen, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, der entzaubert sich tatsächlich selber extrem. Und nicht, weil er selber jetzt nur korrupt ist, sondern viel schlimmer ist, dass er ein korruptes System sozusagen protektiert und uns eine Welt der Illusionen verkauft. Und ich will es vielleicht auch vorwegnehmen, wir leben tatsächlich in einer Welt der Illusionen. Für uns, unser Leben hat sich jetzt die Zeit, in der wir leben, recht gut angefühlt. Aber es war trotzdem immer so, es hatte immer einen Beigeschmack. Und auch wir sind Opfer, nämlich unserer wirklichen Glückseligkeit, nämlich des wirklichen Menschseins. Und ich glaube, dessen wurden wir beraubt und irren eigentlich ja oftmals depressiv, unter Druck, unter Zeitdruck, unter üblen Schwierigkeiten eigentlich durch diese Welt, die eigentlich so schön sein könnte. Und da möchte ich vielleicht auch nur mal sagen, wie verrückt diese Welt ist, zeigt eigentlich, dass, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Zahl, aber ich habe sie, glaube ich, gehört, 13.000 Soldaten in der Ukraine letzte Woche gefallen sind. 13.000 Soldaten in einer Woche. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und diese verrückte Welt ist nicht nur verrückt im Krieg, sie ist auch hier, in diesem Moment, in dem Moment, in dem wir konsumieren, verrückt. Und zwar in allen Bereichen und vor allen Dingen natürlich auch in der Musik. Und das Gute ist, manchmal gibt es so einen kleinen Schimmer der Hoffnung, dass Dinge aufploppen und auch nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden können. Und glücklicherweise gibt es jetzt gerade eine Dokumentation auf ARD, die ich auch wirklich, einen Dreiteiler, den ich wirklich jedem empfehlen kann, wo die verdächtigen Künstler dann auch mit am Tisch sitzen und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und einfach dabei die Struktur dieser Korruption eigentlich auf den Tisch gelegt wird. Korruption ist ja auf der einen Seite etwas Illegales. Das Problem ist ganz einfach, dass diese Strukturen legal sind. Und dass diese Struktur, die wir in diesem Dreiteiler Dirty, Little Dirty Secrets, wo es nämlich um Spotify geht, wo es um die großen Major Labels geht, Universal, Sony und Warner, da sieht man einfach, wie unmenschlich und wie verwerflich eigentlich hier ein Geschäft aufgebaut wird. Und wenn wir denken, dass das sozusagen das einzige Business ist, was so vermarktet wird und ausgebeutet wird, und dass es vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren immer mehr ausgebeutet wurde. Also ich sage jetzt mal, bis 2000, bis zur Jahrtausendwende war es Leben und Leben lassen. Mittlerweile ist es so, dass es so unmenschlich ausgeplündert wird, dass Millionen, Milliarden verdient werden durch die großen Konzerne und die Künstler eigentlich leer ausgehen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber wenn wir denken, dass das nur in diesem Bereich so ist, dann kann ich euch sagen, es ist genau dasselbe passiert im Medienbereich. Und das ist auch die Erklärung, warum alle geschwiegen haben. Warum alle schweigen, ist nämlich, weil sie alle unter Druck stehen. Sie wissen ganz genau, wenn sie einen Mucks machen, wenn sie eine unsichtbare rote Linie überschreiten, die rote Linie des Gleichschritts, dann sind sie draußen. Und zwar, dann sind sie für immer draußen. Dann sind sie nicht nur finanziell ruiniert, sondern dann sind sie draußen aus dem Mainstream. Und man muss ganz klar sagen, dass
es so ist, dass der Mainstream sozusagen eine brutalste Art und Weise hat, die Leute rauszuchassen. Wir haben das an so ein paar Leuten gesehen. Ich denke jetzt da zum Beispiel an Xavanadu oder auch Nena, aber jetzt auch, und da komme ich nachher nochmal drauf, auf Rammstein. Es ist natürlich ganz, ganz einfach, Menschen zu diskreditieren, ihnen irgendwelche Dinge unterzuschieben. Und zu dem Fall Rammstein komme ich ganz zum Schluss. Denn ich denke mal, ich habe da auch einiges zu sagen zu. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum treten Künstler, die Punks waren, die dieses System kritisiert haben, die Anti waren und die in ihren Songs das alles propagiert haben, sich dafür feiern lassen, plötzlich in den Mainstream-Nachrichten auf. Die Toten Hosen haben damals ihre LP oder ihre neue, ja, in ihre neue LP oder CD, gibt es ja nicht mehr, in den Nachrichten vorgestellt, mehr oder weniger. Und daran sehen wir ganz einfach, wie abstrakt das Ganze mittlerweile ist. Das heißt also, die Punks, die eigentlich gegen dieses System sind, werden von diesem System aufgesaugt. Und warum passiert das? Und darüber möchte ich heute natürlich auch mit euch ein bisschen philosophieren. Warum zum Beispiel propagiert Campino, auch ein Punk, plötzlich, der ja immer von Frieden und von Freiheit und so weiter gesungen hat, warum propagiert er plötzlich Waffen und die Wehrpflicht? Oder was umgekehrt, die Toten Hosen und die Ärzte? Naja, okay, scheißegal, sorry. Genau, ich bin kein Fan von beiden, nicht? Also von daher habe ich sie wahrscheinlich verballert. Aber okay, warum will er jetzt plötzlich, dass wir die Wehrpflicht wieder einfordern und dass er das Land verteidigen will? Also wie bescheuert muss man eigentlich sein? Wir müssen uns einfach mal vorstellen. Und ich will es einfach nochmal, und das ist jetzt eine Ansage direkt zu Campino, wenn er das hier hören würde, wovon ich nicht ausgehe. Aber 13.000 Menschen sind in einer Woche geopfert worden dafür, dass ein Stück Land zurückgeholt werden soll, wovon andere denken, dass es ja ihnen gehört und dass es der Ukraine gehört und dass man im Grunde genommen um ein Stück Land kämpft, was den Soldaten kein bisschen irgendwo gebracht hätte. Ich glaube ganz einfach, die bessere Lösung wäre gewesen, in Friedensverhandlungen zu kommen und einfach es im Moment so zu lassen, wie es ist und dann über die Jahre einfach diese Verhandlungen weiterzuführen. Ich glaube, und das haben wir ja alle irgendwo gesehen, dass Kriege immer Grenzen verschoben haben. Und ich glaube ganz einfach, wenn man sich die Karte anguckt, wo überall NATO-Stützpunkte sind, dann ist diese Reaktion von Putin nicht verständlich, aber zumindest nachvollziehbar. Und ich will damit ganz klar sagen, dass ich den Krieg von Putin genauso verurteile wie den Krieg der NATO. Ich glaube, man muss diese Dinge einfach vernünftig aushandeln und man muss dabei aber auch ein Gefühl haben dafür, was man einfach dem anderen zumuten kann. Und ich glaube, das, was die NATO gemacht hat, ist dem anderen nicht zuzumuten. Das ist meine persönliche Meinung. Und da kommen wir zum nächsten Aspiranten, der immer von Frieden gesungen hat und sich dafür feiern ließ und sich im Grunde genommen dann mehr oder weniger in der Krise auch noch zu einem der Werbetreibenden dieser Maßnahmen gemacht hat, nämlich Udo Lindenberg. Ein Künstler, der wirklich gefeiert wurde, gerade im Osten, und ich glaube, der den Leuten im Osten direkt, und das sage ich jetzt mal ganz klar so, wie ich sehe, in die Eier getreten hat. Der Leuten, die nämlich ein Gefühl dafür haben, was es bedeutet, in einem nicht freien Staat zu leben, dass die ja auch zum großen Teil das miterlebt haben, wie es ist, sich anfühlt, wenn man nicht alles sagen darf, der hat da, glaube ich, seine Fans so richtig vor den Kopf gestoßen. Und jetzt komme ich zu dem nächsten. Warum sieht man heute bei Voice of Germany immer noch Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten mit bla bla bla? Ne? Und die Künstlerjury
hält die Fresse. Anders kann man es ja einfach nicht sagen. Und das ist wirklich schon abgefahren. Ist eigentlich ähnlich, da komme ich nachher noch zu, wie im Radsport, dass ja, dort noch getestet wird und die ersten und zweiten einfach, oder der erste einfach disqualifiziert wird, weil er positiv ist. Also man muss sich das wirklich mal vorstellen, die Pandemie, wer sagt, dass die Pandemie zu Ende ist, der hat einfach nicht verstanden, wie die Taktik hier funktioniert. So, und die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, wie kann man von Frieden singen und Krieg fordern oder einfach nichts machen? Und das gilt ja für die meisten Künstler, aber nicht nur in dieser Situation der Ukraine, sondern wer nicht mitsingt im Mainstream, wer nicht dem Mainstream sozusagen Recht gibt in der Krise, in der Gesundheitskrise oder jetzt auch in dieser Kriegssituation, der wird, wie gesagt, gemobbt oder wird einfach nicht mehr vorkommen. Das ist einfach mal das Ding. Und warum ist das so? Früher war es einfach so, dass natürlich die Künstler zumindest Geld hatten und sich sozusagen auch Freiheit erkaufen konnten, so dass sie unabhängig waren. Heute ist es so, dass Spotify und Universal, Warner und Sony sich den Kuchen teilen. Und guckt euch das bitte an. Es ist so unglaublich, wie diese Großkonzerne die Künstler in den 2000er Jahren verarscht haben und die Schuld im Grunde genommen eigentlich uns gegeben haben, den Menschen, die Musik hören und sie dann illegal angeblich downgeloadet haben. Nein, das Ganze war ein Schachzug. Das Ganze war ein, ja, eigentlich kann man sagen, ein aus meiner Sicht Verbrechen gegen die Künstler. Die ganzen kleinen Labels wurden aufgekauft in den 2000er Jahren. Die großen Labels haben alles vom Markt weggefegt, so lange bis nur noch drei Labels übrig geblieben sind. Und danach war es einfach so, dass die Musik dann sozusagen von den CDs Richtung Downloads schwappte und es aber noch kein Gefäß gab. Und dieses Gefäß wurde eigentlich mit Spotify dann einfach auf die Beine gestellt, als die Technik dann so weit war, dass es möglich war, einen Streaming-Dienst zu machen. Und Spotify und die drei Großen teilen sich den großen Kuchen. Ich glaube, insgesamt haben die, also binden die ca. 80% aller Einnahmen, die schon mal an Spotify, ich glaube, zu 30% gehen und zu 40% oder zu 50% an Universal, Warner und Sony. So, der Clou aber in der ganzen Geschichte ist, dass Sony und Universal und ich glaube alle drei, bin ich mir aber nicht ganz sicher, an Spotify beteiligt sind. Und alleine am Börsengang sind Milliarden geflossen. Ich glaube, der ganze Deal wurde gemacht mit 10.000 Euro in etwa und Milliarden wurden damit verdient. Und diese Milliarden sind ja die Milliarden, die nicht nur Universal und Apple und so weiter verdienen, sondern man muss ja bedenken, da hängt ja auch die Hardware zusammen mit. Das heißt also, wenn man, was früher die CD war, ist heute das iPhone oder jedes Smartphone. Das heißt, im Endeffekt wird die Musik nur jetzt auf ein anderes Medium gebracht. Und dass das Korruption ist, hat man eigentlich schon gesehen, als es von der Schallplatte zur CD ging, als sich die großen Labels nämlich dumm und dusselig verdient haben, aber die Künstler nicht mehr. Und damals war es noch so, dass sie wirklich von diesen Einnahmen der CD-Verkäufe gut leben konnten. Heute kann keiner der Künstler mehr von den Einnahmen von Spotify oder Apple oder sonst irgendwas leben. Es ist lächerlich. Also ich glaube, Smudo hat in dem Film gesagt, 300 Euro bekommt er im Monat und es ist einer der erfolgreichsten Bands. Das muss man sich mal einfach vorstellen. 300 Euro dafür, dass sich die großen Labels die Milliarden reinschieben. So, jetzt könnte man denken, das ist korrupt und das ist bösartig, aber die Verlage teilen sich dann die 20% mit den Künstlern. Also alle Künstler kriegen, glaube ich, so um die 12%. Und von diesen 12% hat man dann noch über die Playlist im Grunde genommen auch noch die Einnahmen durch eigene Positionierung von Ghost Songwriter praktisch besetzt, sodass also auch nochmal
Die 12%, also das Lächerliche, was übrig bleibt für die Künstler, was geht hauptsächlich auch an die großen Künstler, dass das sozusagen dann auch noch nochmal sich daran bedient wird. Das heißt also, auch da ist die Gier nicht zu Ende. Und ich kann nur einfach sagen, dass in diesem Business natürlich auch 360-Grad-Verträge herrschen. Das heißt also, von allen Einnahmen verdienen die Labels oder die Manager ja einfach dann an allem. Das heißt also, sie machen die Künstler groß und verdienen sozusagen den großen Anteil dieses Geldes. Und das ist so verrückt, wenn man sich das einfach mal vorstellt. Und genau das habe ich auch erlebt. Ich gebe vielleicht mal kurz ein Beispiel. Als ich mein erstes Plattencover für eine nicht bekannte Künstlerin, die hatte dann hinterher doch mit diesem Song sehr viel Erfolg, aber ich habe damals irgendwie um die 18.000 Euro bekommen. In etwa 15 Jahre später habe ich für einen der größten deutschen Songschreiber und Künstler gerade mal nach 1.800 Euro für 3 Tage Arbeit bekommen. Und das ist genau das, was nämlich gemacht wird. Also es wird nicht nur ausgebeutet bei den Musikern, sondern natürlich auch bei den Fotografen und auch bei den denjenigen, die die Videos machen, also bei den Kameraleuten oder bei den Artisten, die die Videos halt machen. So, und das ist halt, also für die Künstler und für die Produktion drumherum bleibt praktisch kein Geld mehr über. Das Ganze läuft ja auch dann noch so, dass sie Vorschüsse bekommen und durch diese Vorschüsse halt auch noch abhängig werden, sich oftmals auch verschulden und dann eigentlich auch noch in der Schuld dieser Labels stecken. Also alles eine riesenlange Geschichte. Warum ich das erzähle, ist ganz einfach, weil es exakt genau so auch im Fußballgeschäft läuft, weil es exakt genauso auch im Radsport läuft. Im Endeffekt ist es so, dass ausgebeutet wird, wo es nur irgendwie geht. Das ganze System, egal was wir sehen, egal was wir für eine Show sehen, ob das jetzt Voice of Kids ist oder ob es Voice of Germany oder Germany's Next Topmodel oder sonst irgendwas. In allen Bereichen sind natürlich die großen Kraken, geht es ganz einfach. Es geht im Grunde genommen einfach darum, um Großkonzerne, hinter denen dann Tycoons und Oligarchen stecken, die sich an allem bereichern. Und dadurch natürlich auch die Leute mundtot machen. Denn eine Sache, und das müssen wir uns ganz klar vor Augen führen, es ist ja so, wenn man jahrelang dafür geprobt hat, wenn man jahrelang trainiert hat im Sport, wenn man jahrelang irgendwo, dann steht man jetzt an dieser Schwelle, endlich diese Anerkennung zu bekommen. Und jeder, der mal auf einer Bühne stand von einem Künstler, und ich habe das ja sehr oft mit Chester Bennington auch miterlebt, wenn man dann einfach das sieht, was das für eine Energie ist, wie man gefeiert wird von Tausenden, von Zehntausenden von Menschen, dann ist das natürlich wie eine Sucht. Und diese Sucht macht einen wirklich krank und süchtig. Das muss man ganz klar sagen. Und man hiepert einfach nach dieser Anerkennung, nach diesem großen Moment, den man einmal erlebt hat oder vielleicht zweimal oder dreimal oder manche vielleicht auch 100-mal. Aber darum dreht sich das Leben. Und alles andere ist irrelevant. Und jetzt kommt natürlich der Druck noch mit dem Geld dazu. Man weiß ganz genau, wenn man jetzt irgendwo was Verkehrtes macht oder was Verkehrtes sagt, dann finden alle einen nicht mehr gut. Und dann kommt noch die Gruppendynamik dazu. Und diese Gruppendynamik ist auch noch etwas, wenn der das nicht sagt und der das nicht sagt und der das nicht sagt, dann sind wir einfach konform. Und das genau haben wir eigentlich erlebt. Und dann gibt es natürlich noch die, wie Smudo und die Ärzte und die Toten Hosen, die dann einfach noch konformer sind und das Ganze noch nutzen, um sich zu profilieren, weil sie jetzt gerade so gehypt werden und weil sie auch benutzt werden. Es sind im Grunde genommen Systemlinge, die gierig nach Anerkennung sind. Und das Ganze hat natürlich etwas mit dem Ego zu tun. Und natürlich ist es so, dass ich mir auch oft die Frage gestellt habe, warum war das bei mir nicht ganz so? Natürlich habe ich auch nach dieser Anerkennung zeitweise gehiepert und habe auch natürlich dafür gearbeitet, jahrelang. Aber es ist eine Herzenssache gewesen. Ich habe das, was ich gemacht habe, wirklich gerne gemacht. Und ich war gerne dabei. Und es war natürlich schon auch aufregend, dabei zu sein. Aber warum habe ich mich nicht verkauft? Und diese Frage
stellt man sich dann auch, wenn man so 3 Jahre diesen Wahnsinn miterlebt hat und sagt, hey, den kennst du doch. Warum macht der denn jetzt so einen Scheiß? Warum macht der jetzt Werbung für irgendeine Kampagne, die einfach totaler Schwachsinn ist? Und kann ich nur zu sagen, zum Beispiel Lady Gaga. Ich habe Lady Gaga noch kennengelernt, da war sie überhaupt nicht berühmt. Kein Mensch kannte sie. Und habe ja 1-2 Stunden mit ihr verbracht. Und jetzt macht sie Werbung für Pfizer. Das muss man sich mal vorstellen. Sie sitzt in Amerika und macht Werbung für Pfizer. Wie kann man sich so prostituieren? Und das ist natürlich genau das, was mir nicht nur bei ihr irgendwie vorgekommen ist, sondern auch bei Stefanie Heinzmann zum Beispiel. Oder, wen kann ich noch sagen? Smudo. Ne? Ich meine, mit Smudo, ich kenne ihn nicht gut, aber zumindest hat mich einiges mit ihm verbunden, dadurch, dass mein Bruder auch einen Song mit ihm zusammen gemacht hat und so weiter. Es ist einfach erschreckend, wenn man das dann mitkriegt. Und die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ich war immer ein Wandler der verschiedenen Dinge und jedes Mal, also der verschiedenen Businessbereiche. Erst war ich im Sportbereich unterwegs und dann war mir das aber, diese Korruption und diesen ganzen Skandale, ich habe das ja alles miterlebt hinter den Kulissen, wie gelogen und betrogen wurde. Und dann sagt man, nee, das will man nicht mehr. Jetzt hört man auf mit Sport und macht was Neues. Aber dann fängt man ganz unten wieder an. Dann sind alle sozusagen Privilegien weg und man braucht erstmal ein paar Jahre der harten Zeit, um dann wieder irgendwo dabei zu sein. Und dann kommt das Nächste. Dann merkt man, hey, das ist ja auch ein Business, die Fashion-Industrie, ein Haifischbecken ohne Ende, ein Betrug, ein Beschiss, ein menschenverachtendes Geschäft, dass man sich das überhaupt nicht schlimmer vorstellen kann. Und dann sagt man, okay, ja, das ist es auch nicht. Und dann geht man in den Musikbereich und sieht ganz einfach, wie einfach da diese Gier nach Anerkennung die Leute zerfrisst und wie das drumherum einfach wirklich die Menschen kaputt macht. Und wenn wir denken, dass das gesunde Menschen sind, die wir da im Fernsehen sehen, die natürlich irgendwo unsere Emotionen auch gucken. Ich gucke auch gerne zum Beispiel Voice of Kids oder Voice of Germany oder sonst irgendwas, weil ich einfach gerne Musik höre und einfach gerne auch mir Talente angucke. Aber wenn man dann weiß, wie das dahinter aussieht, dann vergeht einem das. Und genauso geht es auch mit Fußball. Wenn man weiß, dass die Spieler oftmals bestochen sind, dass sie gezwungen werden, einfach falsch zu spielen oder schlecht zu spielen oder einfach dopen oder sonst irgendwas und dass einfach die Stadien, dass da die Hooligans drin sind und uns zum Beispiel, die auf die Straße gehen, friedlich, denen vorgeworfen wird, dass wir recht sind, weil am Rand irgendwo die Leute positioniert werden. Aber der Staat gleichzeitig dafür sorgt, dass jedes Wochenende Tausende von Hooligans in den Stadien die Eintrittskarten kaufen und dann hinterher Krawall machen und sich prügeln. Ich meine, wie passt denn das zusammen? Also das ist ja genau diese Schizophrenie, die wir uns irgendwo klar machen müssen. Und was einfach so ernüchternd ist, und das ist für mich auch ernüchternd, wir können eigentlich, wenn wir mal wirklich ganz realistisch sind, an nichts mehr von diesen Dingen, die uns im Mainstream, ob es jetzt der Eurovision, der Musikcontest oder Radsport oder Fußball, ich gucke den ganzen Scheiß nicht mehr. Ich gucke keine Olympiade mehr, ich war von allem irgendwo Fan. Aber wenn man hinter die Kulissen geguckt hat, dann kann einem nur der Spaß vergehen. So. Und diese Struktur, die da aufgebaut wurde und diese Struktur, die sozusagen alles zerfressen hat, vor allen Dingen aber auch die Medien, denen geht es exakt genauso. Man hat die Leute rausgeschmissen, man hat wenige Journalisten natürlich in den Redaktionen gelassen, man hat konsolidiert und man hat alles andere, zum Beispiel über große Bildagenturen und große Verwertungsagenturen für Stories und so weiter, hat man natürlich die ganzen Künstler oder auch guten Journalisten oder Leute, die tolle Stories recherchiert haben und auch investigativ recherchiert haben, kaputt gemacht. Man hat es einfach weggespart.
Und wir sollten nicht denken, dass die verdienen ja jetzt auf der anderen Seite viel mehr Geld über zum Beispiel über Kanäle wie YouTube oder ähnliches. Das heißt also, sie haben das ja schon lange kompensiert. Ähnlich, es ist genauso eigentlich eine Falle, wie das die Musikindustrie auch gemacht hat. Ich glaube nicht, dass dieser Journalismus, dieser Staatsjournalismus, der natürlich schon in Schwierigkeiten kam und der natürlich schon auch verändern musste, der aber auch oftmals schon auch damals die Magazine konsolidiert hat und eigentlich Einheitsstories, also über Agenturen verkauft hat und so weiter. Also dieses Geschäft, dass man Dinge mehrfach verwertet, der war schon auch früher, also auch vor dem Internet schon da. So, warum sage ich das? Weil dadurch ist es natürlich so, dass wir in einer Struktur der kompletten Korruption sind. Das heißt also, alles, was wir konsumieren, ist sozusagen diese verpestete Geldmacherei, die natürlich auf der anderen Seite dann natürlich auch die Leute abhängig und zu Konzernsoldaten macht. So, ich will auch noch mal ganz kurz sagen, nein, die meisten Künstler sind nicht arm, aber von den Millionen sehen sie nie einen Cent, der mit ihnen gemacht wird. Und darum geht es ja ganz einfach. Natürlich sind das trotzdem Privilegierte. Sie werden zu Partys eingeladen, sie kriegen natürlich hier und dort irgendwo auch ihre Kohle zusammen durch YouTube-Einnahmen und so weiter. Aber es ist nicht mehr so, dass sie wirklich einen fairen Anteil an dem bekommen, was sie nämlich leisten, und dass andere viel mehr Geld mit den Sachen verdienen, nämlich der Vertrieb mit den Sachen, die Künstler halt produzieren. Also wir brauchen mit Sicherheit kein Mitleid zu haben, aber so dieser ganze Wahnsinn, zum Beispiel die Hip-Hopper, ich habe es geschafft und ich habe meinen Ferrari und ich habe mein Gold, ich habe meine fetten Goldketten. Das ist alles Geprotze. Das sind die Vorschüsse von den Labels, die dann irgendwo verprasst werden und die dann die Leute in die Abhängigkeit bringen. Und das ist auch eine totale Selbstüberschätzung. Natürlich, jeder einzelne Musiker ist eigentlich wie ein kleiner Konzern, und plötzlich sind die Jungs einfach konfrontiert mit Geld, und in dem Moment wird das Geld rausgehauen, weil das heißt, jetzt haben wir fetten Erfolg und alle hypen die Leute und jeder, dann gibt es einen Personal Manager, dann gibt es einen Bandmanager, dann gibt es irgendwo einen Anwalt und so weiter und so weiter, und so wird dann einfach, die werden die Leute hochgeschossen. Die sind halt einfach hochgeschossen und werden auch sozusagen isoliert von Kritik, isoliert von Leuten, die ihnen ja einfach die sie vielleicht richtig beraten können, sondern sie kommen in diese Maschine Ausbeutung, und zwar perfekte Ausbeutung. Genau, ich lese es noch mal ganz kurz vor. Das Gold, die Ferraris sind geleast, sind aus Vorschüssen der Plattenfirmen, und das funktioniert in etwa wie die Weltbank in Afrika. Es hat nur einen Sinn, die Künstler abhängig zu machen, und dann, wenn sie nicht mehr zu melken sind, der nächste, bitte. Dieses Business ist nicht nur ein Haifischbecken, sondern es wird ein Haufen egomanischer Systemlinge erzogen, die alles tun, um ihre Sucht nach Anerkennung weiter Nahrung zu geben. Das Schlimmste ist, nicht pleite zu sein, sondern keine Anerkennung mehr zu bekommen. Um das zu erreichen, um den Kick auf der Bühne vor Tausenden von Menschen zu erleben, verkaufen sie auch nicht nur ihre Seele, sondern auch das, was sie in den Songs hinausposaunen, ist das Gegenteil ihres Handelns. Dirty Little Secrets auf ARD gibt ein kleines Beispiel, wie korrupt und wie abhängig die Künstler von den Großkonzernen sind. Die wenigen Künstler finden ihren eigenen Weg ohne in die Mühlen, also nur wenige Künstler finden ihren eigenen Weg, ohne in die Mühlen der Großkonzerne zu gelangen. Der Film sagt aber nur die saubere Wahrheit, und das will ich nochmal betonen. Es gibt noch viel, viel mehr schmutzige Geschichten, die natürlich nicht gezeigt werden. Zum Beispiel Bestechung, zum Beispiel Erpressung, zum Beispiel Dinge, wie wir das, und da komme ich gleich zu, bei Rammstein jetzt gerade erleben. Auch das sind natürlich Dinge, wie man Leute auf die Bahn packt. Wir wissen zum Beispiel, dass viele Dinge, und jetzt spekuliere ich einfach mal, aber auch Michael Jackson war, glaube ich, ein gutes Beispiel.
dass er so um diese, also so wie er da gestorben ist und das, was er gesagt hat und für das, was er stand, stand er auch wirklich. Das haben mir zum Beispiel auch die Produzenten, die mit ihm zu tun hatten, auch gesagt, wie zum Beispiel auch Jimmy Jam und Terry Lewis. Alle haben in höchsten Tönen über Michael Jackson gesprochen, dass er wirklich eine ehrliche Haut war und dass viele Dinge einfach wirklich da erfunden und erlogen waren. Genau. Der Film sagt aber nur die saubere Wahrheit, dahinter steckt noch ein Drogen, Drogen und nochmals Drogen und Erpressung. 360-Grad-Verträge, Anwälte, private Manager etc. ziehen jeden Cent aus dem Künstler und aus dessen Wirt, oder der, weil er ja der Wirt ist. Ohne Skrupel wartet eine Armada der Ausbeutung schon auf den nächsten naiven Künstler, den man ausnehmen kann. Für die meisten ist es trotzdem ein Upgrade, denn plötzlich kann man zumindest von den Einnahmen seinen Ego-Traum leben und merkt gar nicht, wie hoch der Preis ist. Ist man erst einmal angefixt, gibt es kein Entrinnen mehr. Hauptsache, es geht weiter und deshalb hält man auch die Fresse. Weil alle die Fresse halten und wenn es auch noch Anerkennung gibt, geht man eben in die Nachrichtensendungen, wie zum Beispiel dann die Ärzte waren das, glaube ich, genau. Wer denkt, das ist nur im Musikbusiness so, überall finden wir das gleiche Muster der Korruption, vorneweg beim Doping- und Bestechungsfußball, bei dem jedes Wochenende unzählige Polizisten die rechten Hooligans aus den Kurven zu ihren Zügen begleiten müssen. Übrigens, das man mit gewaltbereiten Rechten eine Kurve teilt, ist dann nicht verwerflich. Wenn die aber an den Rändern von Kritikern auftauchen, wird das als Kontaktschuld verkauft, widerlich, unreflektiert. Es gibt wahrscheinlich keinen Bereich in unserer Volkswirtschaft, der große Konzerne nicht immer größer werden. Menschenverachtende Geschäfte machen und hinter dem sich Superreiche verstecken. War das nicht immer so? Ich glaube nicht. Es gab zwar schon immer schwarze Schafe, aber erst mit der Globalisierung wurde die Ausbeutung perfektioniert und das Leben und Leben lassen über den Haufen geschmissen. Im Medienbetrieb der Fotografie und auch der schreibenden Zunft lief es mit der Digitalisierung genauso. Warum ist das so wichtig zu verstehen? Hier setzt der Hebel der Veränderung an. Wir müssen unsere Künstler, Journalisten und Mediziner durch ein eigenes Netzwerk groß machen und sie über diesen Weg motivieren, wieder authentisch zu sein. Wir sind viele, auch viele Konsumenten, und wir haben die Macht, eigene Labels, eigene Konzertveranstaltungen und normale Veranstaltungen zu gestalten. Aber auch unsere eigenen Filme, Kampagnen und Nachrichten. Vielleicht noch nicht ganz so professionell, aber dafür authentisch. Und fangen wir endlich an, den Strukturen der Ausbeutung in den Arsch zu treten. Zum Schluss zum Fall Rammstein. So, da komme ich sofort zu. Ich möchte noch einen Satz dahinter sagen. Ich denke mal, wir sollten einfach anfangen, diesen Mist nicht mehr zu konsumieren. Und ich denke mal, wir zeigen das ja jetzt auch. Klar, es ist ein Dokumentarfilm, es ist kein Spielfilm, aber manchmal sind Dokumentarfilme spannender als Spielfilme. Und der Film Können 100 Ärzte lügen, hoffe ich, ist auch unterhaltsam. Und der ist natürlich möglich gemacht durch eure Spende. Und das muss man auch ganz klar sagen. Ihr habt uns ermöglicht, dass wir diesen Film drehen können. Und das zeigt einfach, es ist möglich, eine neue Struktur aufzubauen. Eine Struktur, die unabhängig ist, eine Struktur, die vielleicht irgendwann ihren eigenen Fußball hat, der irgendwann eigene Veranstaltungen kreiert, die einfach sich unabhängig machen von Konzernen. Und darum geht es ganz einfach. Wir müssen uns einfach unabhängig machen. So, jetzt kommen wir zum Schluss, zum Fall Rammstein. Ich lese das mal kurz vor, was hier geschrieben worden ist, weil ich fand das einfach sehr gut und ich kann das eigentlich auch nicht viel besser in eigene Worte fassen, deswegen werde ich das mal hier vorlesen. Gegenwärtig ist der Frontmann und Sänger des Rockband Rammstein Till Lindemann ins Fadenkreuz der Systempresse geraten. Am Freitag, dem 9.6., hat die Bild-Zeitung als vorläufigen Höhepunkt des Bashings auf der Frontseite damit aufgemacht.
Die Unmoralischen der Unmoralischen wollen kritische Kunst eliminieren. Till Lindemann werden angebliche sexuelle Verfehlungen angehängt. Man ist geneigt zu sagen, die übliche Stimmungsmache mit dem Ziel der öffentlichen Hinrichtung einer Person ohne Beweisführung, einfach durch wiederholte Behauptungen per Trommelfeuer, garantiert mit ein paar Wichtigtouren, die selbst berühmt werden wollen. Aber in diesem Fall lässt sich das Thema nicht mit einem angewiderten Achselzucken abtun. Denn es gibt etwas, das diese Band und ihren Sänger jenseits ihrer künstlerischen Kraft auszeichnet. Sie sind bekennende Freunde des russischen Volkes. Sie gehören dort zu den bekanntesten und beliebtesten Rockband. Es geht also nicht nur um Sex, sondern um Politik, um Gesinnung und einen offensichtlich geplanten Hinterhalt inmitten einer laufenden Konzerttournee. Deutschland, mein Herz in Flammen, will dich lieben, verdammt Deutschland. Dein Atem kalt, so jung und doch so alt. Deutschland, deine Liebe ist Fluch und Segen. Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben, Deutschland. Man will offenbar ein Exempel an unbequemer Kunst statuieren. In Zeiten, in denen die Russophobie von oben mit Hilfe der Massenmedien gewaltig angeheizt wird, ist es kein Wunder, wenn gerade der Autor dieser Zeilen, Till Lindemann, angeschossen wird. Fast bin ich geneigt zu formulieren, man hatte es erwarten können. Das klingt nach schlimmem Gesinnungsterror und das ist es auch. Positiv hingegen ist, dass die Fans nach wie vor die aktuellen Rammstein-Konzerne strömen, wie gestern in München, und sich vom Schmutz der Medien nicht beeindrucken lassen. Deswegen schaltet Bild sofort um und fragt scheinheilig, ob die Band zerbricht. So ist sie, die Methode Bild-Zeitung. Es geht noch ein bisschen weiter. Ich will vielleicht ein paar Sachen noch sagen, weil dann ist ja auch die Stunde um. Kommen wir auf das Thema Sex. Ich habe noch nicht eine Band, nicht einen Musiker, nicht eine Struktur erlebt, ob das jetzt ich will da jetzt keine Namen nennen, aber ich sag einfach nur mal, dass Sex immer eine große Rolle gespielt hat und dass tatsächlich natürlich auch oftmals Mädchen eingeladen werden, hübsche Mädchen, das sind aber nicht unbedingt die Bandlieder, die das machen, das sind irgendwelche Leute, die nämlich irgendwie dafür sorgen, dass diese Party Sex, Drugs and Rock'n'Roll weitergeht, damit sie nämlich besser ausbeuten können. Das ist nicht oftmals, also ich in den wenigsten Fällen würde ich sagen, dass die Künstler da aktiv werden. Es gehört zum guten Ton, zum Sex, Drugs and Rock'n'Roll eines Künstlers, dass sie mit vielen Frauen gesehen werden, dass da auch dafür gesorgt wird, dass da die Drogen laufen und das ist ein offenes Geheimnis, dass wenn Plattenverkäufe sind oder wenn die Labels dass dann irgendwo Prostituierte und alles Mögliche, ich habe das alles tausendmal erlebt. Also es ist einfach so, das, was hier inszeniert wird, ist das gängige Geschäft rund um die Politik, rund um den Fußball, rund um die Musikbranche, rund um den Sport. Es hat immer mit Frauen zu tun, es hat immer mit Menschen zu tun, die an diesem Erfolg partizipieren wollen. Und man kann einfach nicht sagen, dass das jetzt, oder man kann es natürlich immer, eigentlich bei jedem Künstler, und das ist ja genau diese Erpressung, die ich meine, bei jedem Künstler kann man das Ganze umdrehen. Und nur die wenigsten Künstler entziehen sich dieser Geschichte. Mein Glück ist, ich bin kein Nachtmensch und ich habe keinen Bock auf Partys und diesen ganzen Wahnsinn. Für mich war das immer irgendwo etwas, was mir zuwider war. Und ich habe auch keinen Bock auf diese ganze Szene. Ich war der Chronist dieser Geschichten. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe es einfach genossen, das zu beobachten, wie Menschen sich verhalten und wie Strukturen einfach funktionieren. Und ich kann nur eins sagen, das, was wir hier dem Till Lindemann oder was ihm vorgeworfen wird, es ist so in der Glamour-Press, es ist bei den Journalisten so, es ist im Musikbusiness so, und ich würde einen Besen fressen, wenn es nicht in fast allen Machtzentren genau so ist, nämlich auch vor allen Dingen in der Politik. Wie viele Politiker wurden schon mit Prostituierten gesehen und so weiter. Und
dass man da jetzt diese MeToo-Geschichte rauszieht. Ich finde, und das ist meine, also als Chronist ist es meine Sichtweise, dass ich einfach sage, ja, ich gucke mir das an, ich mache mir meine Gedanken, aber ich selber will so ein Leben nicht, aber es ist auch so, dass ich nie das Gefühl hatte, dass das nur von einer Seite ausging. Wie viel Mädchen saßen irgendwo bei alten Knackern, die ja einfach viel Macht und viel Geld und große Partys gemacht haben. Ich will da keine Namen nennen, aber wer so ein bisschen da recherchiert und wer auf großen Partys war, wo wirklich die Reichen und Schönen unterwegs waren, da ist genau, da war, wurden die tonnenweise oder was tonnenweise, menschenweise die Modelagenturen hingeschoben. Es wurden ja natürlich Dinge angebahnt, so dass ein erfolgreicher Künstler ein erfolgreiches Model kennengelernt hat und so weiter. Also wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen war, da waren da immer die Topmodels und da waren immer einfach die Altersunterschiede 30, 40 und 50 Jahre plus und das war nie ein Problem. Komischerweise da war es nie ein Problem, weil da ging es nämlich um Macht und um gesehen und gesehen werden und dabei sein. Und dass man das natürlich Rammstein jetzt so unter die unterschiebt, ist ganz, ganz einfach. Das ist genau dieser Erpressungsapparat und dieses Ding, was einfach, was immer aus dem Hut gezaubert wird, wenn irgendetwas nicht so funktioniert, wie der Mainstream es haben will. Und das ist aus meiner Sicht so offensichtlich und ich kann es einfach nur noch mal bestätigen, was ich alles erlebt habe, das kann man gar nicht in einem Buch irgendwo niederschreiben. Und es hatte immer, also das kommt mir ganz bekannt vor, es ist einfach das normale Business. Und wenn da Mädels jetzt einfach so tun, als wenn sie da überhaupt keine Verantwortung tragen, dann kann ich nur sagen, das ist verlogen und das ist, ja, da finden auch Dinge, mit Sicherheit Dinge statt, die übergriffig sind. Auch das habe ich gesehen, dass also Männer sich einfach wirklich unverschämt benommen haben. Aber es gibt auch meistens die Möglichkeit oder fast immer die Möglichkeit, auch zu gehen und nicht an so einer Veranstaltung teilzunehmen, weil es ist eigentlich auch für jedes Mädel ersichtlich, was da läuft. Wenn man plötzlich in einer Einladung von 60-jährigen Politikern oder Journalisten oder bei irgendwelchen Partys ist, wo es einfach nur darauf ankommt, dass da einfach noch Trophäen in Form von hübschen Frauen halt hingeliefert werden. Also das wissen die meisten auch. Das wissen die meisten aus dem Musikbusiness und das wissen die meisten aus dem Politikbereich, dass das so ist. Und es ist ziemlich verlogen, da jetzt so zu tun, als wenn das nicht so wäre. Und die MeToo-Kampagne, ich finde, und das ist meine Sicht, man sollte respektvoll mit Menschen umgehen. Und ja, ich glaube, das sollten wir auch mal wieder lernen, vernünftige Beziehungen zu führen. Denn ich glaube, das ist besser als dieses Trophäenschießen. Aber auch das hat die Gesellschaft, die Gesellschaft im Grunde genommen abstrahiert, dass wir einfach irgendwo auch damit nicht mehr vernünftig umgehen. Es ist einfach das Bild zu einem Rocker gehört dazu, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und so ist es halt. Und das wird gefahren. Auch das ist inszeniert und gewollt, dass die Leute in die Abhängigkeit und in die in die Sucht verfallen. Die Sucht nach Anerkennung, die Sucht des Egos, die Sucht nach Drogen, die Sucht nach Sex, genau das ist das beste Material, oder die beste Möglichkeit, um Menschen zu erpressen. So, jetzt ist die Stunde wieder um, sogar noch ein bisschen länger und so habe ich jetzt auch noch mal ganz kurz was zu Rammstein gesagt. Also ich glaube, wir sollten da wirklich sondieren und ich will es auch noch mal betonen. Ich finde es widerlich, wenn Menschen übergrifflich werden, erpressen, aber das gehört scheinbar in dieser Welt zum Geschäft und das kann man nur verurteilen. Und da in dieser Beziehung kann ich natürlich den Mädels auch recht geben. Aber auf der anderen Seite sollte man vielleicht mal überlegen, ob man zu diesen Veranstaltungen geht oder einfach vielleicht auch das eine oder andere Mal verzichtet auf Glam und Glamour. Denn so spannend ist das auch nicht. So,
ich freue mich, wenn ihr den Film natürlich euch anguckt. Bitte auch Feedback. Wie gesagt, in 10 Tagen geht's los mit dem Können 100 Ärzte Lügen Film. Ja, danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr so lange zugeguckt habt. Und ja, danke, dass so viele heute am Sonntagabend noch dabei waren. Bis nächsten Sonntag. Euer Kai Stuth.